Ja, YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück von dem Let's Play Go Go Nippon My First Trip to Japan. Und ja, gestern begann der zweite Morgen im Misaki-Haus und tja, da hatten wir eine interessante Begegnung mit der älteren Schwester, mit Makoto und ja, das erste traditionell japanische Frühstück, was unser Protagonist hier genießen konnte. Und dann haben wir uns entschieden, uns auf den Weg nach Akihabara zu machen, zwischendurch noch in einen Kombini Halt gemacht, wo ja, unser Protagonist wieder sehr viel gestaunt hat darüber, was in Kombinis es alles so gibt und was man mit der Suica-Card auch so alles machen kann. Obwohl er, gerade was den Kombini angeht, ja schon ein, zweimal da war, seit er angekommen ist. Aber naja, wollen wir mal nicht so sehr über die Logik dieses Spieles uns unterhalten, sondern weitermachen hier am Bahnhof, wo wir, tja, den Zug jetzt verpasst haben oder nicht. Weil wir sind ja dann losgesprintet mit Akira, um noch den Zug zu bekommen, der gerade am Bahnhof eingetroffen war. Mal schauen, ob wir es geschafft haben. Ha. 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 Ah. We missed it. Look, I don't know why you're so upset, but there's nothing to worry about. The next train will be here any minute. Huh? Really? Yes, look at the train schedule. The next train is 5 minutes from now. Huh, you're right. See, here it is. Let's go on board. Das waren die schnellsten 5 Minuten, die ich je erlebt habe. Oh, sure. Punkt, 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 Punkt. The train really came exactly 5 minutes later, on the dot. I'd hear Japan's rail system was amazing, but I didn't know it was this amazing. My country could learn a little from this. Hast du gehört, Deutsche Bahn? So. 93 Cent, also 120 Yen, 30, 40 Yen, so im Dreh, bis nach Akihabara. Da sind wir. Here we are. This is... You mean the place we're exploring today is... That's right. We're in Akihabara. Akihabara. Akihabara is like the holy land for anime and manga fans. That's right. This is... Hmm? That thing over there. Is that a maid? Whoa! And there's one over there. And one over there, too! The internet said that I could meet mates in Akihabara, but I never thought there would be so many! Ah! Yoroshiku onegaishimasu! Yoroshiku onegaishimasu, ritual Japanese introduction. Ja, rufen die Leute auch immer, wenn sie zum Beispiel in den Straßen Tokios so Flyer aushändigen für, keine Ahnung, die machen, Maids, die da stehen, machen bestimmt Werbung für ein nahegelegenes Maid-Café in Akihabara und während sie das rufen, teilen sie wahrscheinlich Flyer für eben jenes Maid-Café aus. Die Situation wird es wahrscheinlich sein und dabei wird dann eben Yoroshiku onegaishimasu im Sinne von, bitte kommen Sie zu uns oder deswegen Introduction. Dieses Yoroshiku onegaishimasu ist eine Floskel, die komplizierter ist, als es nur mit Introduction zu erklären, mit Begrüßung. Huh? She handed it over, so I took it without thinking. It fits in the palm of my hand. A tissue pack? Ah ja, stimmt. Anstelle von Flyern ist es auch oftmals so Taschentuchpackungen, wo dann eben Werbung, so ein kleiner Werbungszettel drin ist für das entsprechende. Das ist, stimmt, üblicher noch. Was she giving this to me? Wow. Wait a... nee. Dieser Hauptprotagonist. Wait a minute, maybe that maid girl is interested in me? Natürlich. Sorry to burst your bubble, but she's just giving that to you as a free advertising. Huh? Advertising? Free? This? Yeah. Oh, now that she mentions it, she's giving them to everyone. I guess I'm not really special at all. Schlau... ja, Schlauberger. What? Nothing. Were you thinking she gave it to you for some special reason or something? Huh? What are you talking about? I wouldn't think that. Ich muss auch dazu sagen, was mir in sowohl in Kyoto vielleicht gar nicht so sehr, aber auch noch in Nagano aufgefallen ist. Nicht Nagano, Nagoya, als ich da war zu Besuch vor ein, zwei Wochen. Ist, dass wenn ich an derartigen Leuten vorbeigekommen bin, die Flyer ausgeteilt haben oder so Tissue-Packungen, dass
ich als Ausländer oftmals dabei ignoriert worden bin. Also gerade wenn ich alleine unterwegs war, nicht in einer Gruppe jetzt oder so, dass wenn die drei, vier Leute vor mir was in die Hand gedrückt bekommen haben, dass und die Leute rumgerufen haben, wenn ich dann gerade vorbeiging, haben sie gerade ihr Rufen mal kurz gestoppt und mir nichts ausgehändigt. Also das ist so ungefähr die Hälfte der Fälle, wo ich bei solchen Leuten, die Werbung verteilen, vorbeikommen, war das bei mir der Fall, dass sie mich explizit ignoriert haben. Also es war vor allem bei Karaoke-Werbung manchmal auch und so weiter. Tja, da will ich nicht mehr weiter hineinlesen und reininterpretieren, nur so als kleinen Erfahrungswert. Oh, what are you talking about? I wouldn't think that. I wonder about that. I really didn't. Anyway, where are you going to take me now? I'm not sure. Why don't we just take a walk around the town first? Okay, let's go. Wow. Ja, immer noch derselbe Bildschirm ist es, oder? Sind wir ja weit gekommen wieder. Wow, this is... Yes, this is Akihabara's main promenade. There are buildings lined up on both sides. It seems so busy. Ist das nicht das typische Merkmal einer Stadt, dass Gebäude auf beiden Seiten stehen? Naja. Speaking of which, you don't smoke, do you? No, I don't. Why do you ask? Lately, more places in Tokyo are banning smoking on the streets. Chiyoda District, of which Akihabara is a part, is one of those. If they find you smoking out here, you could get a fine. So I just figured I'd check. I see. It's that way in America and Europe too. More and more parts are cracking down on smoking, it seems. Wobei ich nicht glaube, dass vielleicht an öffentlichen Plätzen oder so, aber auf den Straßen auch Rauchverbot, weiß ich jetzt gar nicht. Naja. That's true. Anyway. Now that I look at it, nearly all the stores here are electronic stores. That's amazing. There really are a lot of electronic stores. That's why they call Akihabara the electronic town. Electronic town? But why are there so many electronic stores here in Akihabara? Do you know about Edo? Edo? There was the name of Tokyo back in the days of the samurai. The era was called the Edo period. Have you ever heard of it? The Edo period. Well, it's no big deal if you haven't. Erklärt sie doch noch mehr zu? Ah ja. Anyway, there were a lot of fires in Tokyo back in those days. This was an open section of the land designed to deter the spread of fire. Around that time, they built a shrine to Akiba Dai Gongen, the god of fire prevention. Uh-huh. So the area was called Akiba no Harappa, the Akiba Plains, which was shortened to Akibahara and eventually Akihabara, which was easier to say. Flash forward much later, and by the time World War II ended, the whole area was scorched earth. But a lot of radio parts stores began opening up in the area. From there, electronic stores began building up around them, until it became a town full of household appliance stores. I see. Even Akihabara has a long history behind it. But even the electronic town image is changing these days. Lately, it's more of an otaku town. Da wird auch das Wort Otaku erklärt, für diejenigen, die es nicht wissen. Dedicated fans of Anime, Games and Manga. Wobei, wie wir ja schon in unserem Japanologiestudium gelernt haben, das auch ein wenig zu wenig für eine Erklärung ist. Weil Otaku kann auch sein, zum Beispiel ein Idol-Otaku, also der auf diese typischen japanischen Idols, zum Beispiel die Idol Group AKB 48, die eine der bekanntesten ist, also und da dann ein bestimmtes Idol sich raussucht, von dem Fan ist und alle möglichen Autogramme, Figuren, Bücher, Fotos, keine Ahnung was sammelt, also die auch, diese Otakus sind also auch durch extreme Sammelleidenschaft von Artikeln ihres beliebtesten Anime, Spieles, Manga, Idols und so weiter. Es gibt auch Foto-Otakus, was jetzt aber ein Foto nicht im Sinne von Idol, sondern, ja, keine Ahnung, also es wird eben der exzessive, ja, wie kann man sagen, exzessive, ja, Hobbyleidenschaft, die auch mit allem Möglichen, was mit diesem Hobby zusammenhängt, Sammelleidenschaft etc. durchaus zusammenhängt. Das
kommt näher an einen Otaku ran, aber so einfach ist es auch nicht, wie ich es jetzt in kurzer Zeit erklären kann. Aber was hier steht, ist nicht falsch, aber auch zum Otaku gibt es viel mehr zu erfahren und zu erlesen, als ja, man in einer Zeile oder in einem Satz sagen kann. Auch das nur mal so nebenbei angemerkt. That's true. If I had to choose, I'd say that's more of my image of it too. So, image. And the more we walk around, the more I see stores like that popping up. Whoa! That's got to be an anime store. As long as we're here? Sekaku dakara haitte miru? As long as we're here, do you want to go in? Auf Englisch heißt es doch, as long as we're here, solange wir hier sind, willst du reingehen. Aber sie wollen ja nicht die ganze Zeit reingehen, wenn man auch das Japanische übersetzt. Sekaku dakara. Sekaku ist, weil wir schon mal hier sind oder weil wir extra hier sind. Sekaku koko ni kitakara. Also weil wir schon extra hergekommen sind, willst du mal reinschauen, so nach dem Motto. Also hier ist es definitiv falsch ins Englische übersetzt. Huh? Are you sure? You want to go in, right? So why not? Well, if you don't mind. Why would I mind? Come on, let's go. Sure. Whoa! This store is full of anime goods. It's like a dream come true. Come on, stop making a scene. Whoa! I know this anime. Whoa! And look at these things. You have to stop acting so amazed at everything. That store is full of doujinshi. Doujinshi? You mean Doujinshi? Doujinshi? Hä? Was meint er damit? Doujinshi? Hyotoshite. Masaka. Hyotoshite Doujinshi te. Ano Doujinshi? Was meint er damit? Ich weiß es auch nicht, Akira. I don't know what you mean, but probably the magazines they sell at the comic market. I knew it! Whoa, I'd heard about it, but I never thought there would be actual stores that sell Doujinshi. Hey, let's go, come on! Das hier Doujinshi gar nicht erklären unten in der Extrazeit. Also Doujinshi, für die, die es nicht wissen, sind von bekannten Anime und Anime und Manga-Serien gezeichnet, also von Fans gezeichnete Spin-Offs, könnte man fast sagen. Also nicht Fan-Art, sondern eigene Geschichten, eigene Kapitel, die sie zu ihren Lieblings-Anime und Manga-Serien zeichnen. Oder manchmal aus rechtlichen Gründen sind es dann auch nicht die richtigen Charaktere, sondern welche, die ähneln und die Namen nur leicht verändert sind. Gerade bei denen, wo auch die Mangaka nicht so sehr drauf stehen, dass dann auch Leute mit Doujinshi Geld verdienen und dabei ihre eigenen Figuren und so weiter benutzen. Aber ja, das umschreibt ungefähr Doujinshi. Wobei ich sagen muss, dass ich mich da auch nicht hundertprozentig auskenne, weil ich selbst kein großer Doujinshi-Leser und Gucker bin. Ja! Fine! I get it! Stop pulling my arm! Oh, so this is a Doujinshi. I never thought they really existed. Ich mag diesen Hauptcharakter nicht, Entschuldigung. Whoa! They even have anime books! Wow! This is amazing! You really are hopeless. You're like a child. Ganz genau. Wobei, ich muss sagen, ich habe mich vielleicht halb so stark verhalten, als ich letztens in Nagoya auch in einem Anime-Store war und da einige T-Shirts und Tassen gekauft habe von meinen Lieblingsserien, aber bei weitem nicht so schlimm wie dieser Kerl hier. Hey, let's go to that floor. Huh? Wait a minute, that's... Der ab 18 Bereich. Wetten? Huh? What is this place? Wait, is this the adults only? No way, this is all... Come on, cut it out! Don't take me into a place like this, you idiot! Sorry. Come on, this is completely humiliating. Sorry, I didn't know it was there. But it was amazing to see! All of those books were... Well, you know... Wie das Bild von Makoto, was ich heute Morgen gesehen habe, als ich ohne anzuklopfen ins Bad reingegangen bin. Maybe if I have time, I'll come back here on the sly and have a closer look. What?
You were just thinking about coming back here on your own later, weren't you? What? I was not thinking that. Are you sure? I'm sure. Akira's pretty sharp. Well, anyway, let's walk around the area a little more. Sure. I know. Do you remember that big building in front of the station? It was built just a few years ago. There are a lot of restaurants inside it. Past that, there's a store where you can try to make an... Afureko? Okay, was zum Teufel ist ein Afureko? Weiß ich nicht. Blende ich hier an der entsprechenden Stelle ein und auf das japanische Wort dazu, weiß hier Atto Afureko ni. Steht auch in Katakana da. Hm. Ja, ja, mal sehen. Ich werde es mal anschließend nachschauen. Afureko? Ah, sie erklärt's. Oh, you know, Afureko. After recording. That doesn't make it much clearer. You know, after recording. After recording. What about that? Don't you understand? You know, when a voice actor does the voice for an anime or something, you know? Oh, you mean post-recording. Post-recording? When a voice actor records a character's voice for an anime, it's called post-recording in English, or ADR. Really? Then why do we call it Afureko? I couldn't tell you. Ja, die Japaner mögen es, aus englischen Begriffen, gerade langen Begriffen, dann Abkürzungen zu machen, wo keiner mehr ja, feststellen kann, woher es ursprünglich mal kommt. Das erste, was man so vielleicht auch im Studio gelernt hat, war Passocon, was für Computer steht und eigentlich von Personale Computer kommt. Und dann eben die Japaner zu Passocon abgekürzt haben. Also da kann man es eventuell noch erahnen, aber manchmal gibt es wirklich Sachen, ja, da weiß man, wenn du da dann erfährst, du liest ein Wort in Katakana und erfährst, was es dann anschließend, aus welchem tatsächlichen englischen Wort es kommt und abgekürzt im Japanischen ist. Ich hatte schon sehr viele Headpalms, also ich musste mir so oft an den Kopf fassen danach, aber na gut. Ha, it doesn't make any sense. This is why I can't stand English. Und das, was ich eben erklärt habe, ist, warum ich manchmal Japanisch... Naja, egal. It's not like it's English fault, genau. But telling her that would be like sticking my hand into hot oil. Anyway, you can do an Afureko there, got it? Sure, it sounds interesting. Doesn't it? Now as we go down the street, we'll start to see more Passocon parts stores. Huh? What is that, Akira? Passocon is a... Okay, das ist nicht mal interessanten Zufall, dass sie jetzt als zweites Beispiel genau das nehmen, was ich gerade schon vorweggenommen habe. Na gut. Ich habe das hier nicht vorweg irgendwie mal vorgespielt oder so. Nicht, dass ihr denkt, ich wusste, dass das jetzt kommt. Passocon is a personal computer. You know that, right? Yeah, it's personal computer in English, though usually we just call them computers for short. Really? Then why isn't Afureko just after recording? She's still on about that. Huh. We walked around a lot und sind immer noch im selben Hintergrundbild. Yeah, I'm beat. Would you like to take a break somewhere? Sure. So, where should we go? Let's see, I know, I'll tell you when we get there. Come on, this way, let's go! Ah, what's going on? Where's she taking me? This way! What's this? It's like a miniature skyscraper. Come on, the elevator's here. Huh? Don't say huh, you want to take a break, right? Oh, that's right. Made coffee? Oder was? But what could be in a building like this? Ah, here we are. This place is... Irashaimase! Will that be two for today? Hi! This way, please. I knew it! Die können das Spiel mit mir nochmal machen. Ich kenne es schon auswendig, bevor ich es je gespielt habe. The workers here are all dressed as maids. This is a maid cafe. Das Bild finde ich schön. Here's your menu. Thank you. Please call me when you've made your choice. Die reden sehr kegohaft, die Maids, aber das ist natürlich auch
logisch, man wird auch nicht manchmal als Okyak-sama, wie es vorhin, ich glaube, kurz gelesen hatte, angesprochen, sondern auch Gochujin-sama oder also mein Herr nach dem Motto. Gibt es verschiedene Arten auch von Maid-Cafés. Also auch, wo es dann eben japanische Maid oder so Anime-Maid-Kleidung oder eben Maid nach dem, ja, nach so europäischen, kann man sagen, Renaissance-Vorbild-Kleidungen gibt es auch. Also ich war selber noch nie in einen, aber das ist auch etwas, was ich mal noch in Angriff nehmen werde. Aber na gut. I see, so this is the infamous Maid Café. What? You look so humbled. I was just thinking how classy these Maid Cafés are for giving you a glass of water even before you order. Das sind nicht nur Maid Cafés. That's not a Maid Café thing. All restaurants in Japan do that. Huh? Really? Yeah. Water, tea, and a hand wipe are the basic of Japanese hospitality. Oh, I see. Ja, da muss ich auch schon die Japaner vorwarnen, die nach Deutschland kommen werden in diesem Herbst, mit denen ich auch gerade immer mal ein bisschen mehr zu tun habe, dass eben in Deutschland ja in einem Restaurant, da kauft man auch für 1,50 Euro, 2 Euro dann ein Glas Wasser, während du hier in Japan, also tatsächlich immer Wasser und Tee, eins von beiden meistens, dann völlig für umsonst bekommst. Also trinken braucht man sich eigentlich nicht kaufen, nur das Essen. Während die deutschen Restaurants ja eigentlich fast am meisten am Trinken und am Trinkgeld verdienen, was es ja in Japan auch nicht gibt. Und was bestimmt, könnte ich mir vorstellen, auch noch Thema hier am Ende des Maid-Café-Besuchs wird, dass man kein Trinkgeld gibt. Japan really is attentive to your needs. Anyway, I heard the food here is really tasty, so why not try some? Oh, sure. Have you decided? Gochuman wa o kimari de shou ka? Ja, sehr tene-mäßig, also sehr höflich-sprachig, kegomäßig. I'll have the daily special. How about you? I'll have the thing in the photo here. The egg thing. Ah, omurice. Wetten? That's omurice. Okay, one daily special and one omurice. Drinks are free at lunchtime. Can we get that? That's... Kohi, please. Coffee, please. We'll have a coffee and an Earl Grey tea for after the meal. As you wish. Ich glaube, das ist Kashiko Karimashita. Ohne, dass ich das Kanji je gesehen hatte, aber ich könnte es wetten. And I'd also like one of these cakes. One cake for after the meal. As you wish. I just heard that the cakes here were really good. I have an extra stomach for sweets. An extra stomach? Betsubara? Ja, Betsubara, das sage ich auch manchmal, wenn ich schon sehr viel gegessen habe, wenn wir mal weg sind und danach noch ein Eis oder so, sage ich auch Betsubara, das geht in einen anderen Magen. You know, it goes to a different place. A different place? Not really different, just different. Huh? Come on, stop asking such complicated questions. But I'm not the one who brought it up. It's fine, if you want to eat cake, I don't mind. But I don't want you to think I'm a pig or something. Huh? Nothing. Okay. I'm sorry for your wait. One daily special and one omurice. Oh, this looks great. Euch so. Yeah, so let's eat. Itadakimasu. Itadakimasu. Moku moku moku. Ha! It's rice wrapped up in egg. Whoa. And the rice is flavored too. Is this ketchup? Wow, it's so good. Huh? You've never eaten omurice before? Nope. Omurice must be a Japanese thing, right? I've never heard of it in any other country. Dass sie jetzt sagen, dass es von Omelette herkommt und aus dem... Was ist Omelette eigentlich, Französisch ursprünglich? Really? But I don't think Japan invited it. It must exist in Europe and America. But I've never seen it there. Omurice was it. The name is kind of strange, isn't it? Now that you mention it, the rice is obvious enough, but what's the om from? Probably omelette, right? Omelette? Omeletsu? Right? It's a bit like that afureko thing you were talking about earlier, right? That's true, now that you mention it. Yes, now that I think about it, there are an awful lot of words where we've borrowed English to make our own. That's true. But I think Japan's tendency to borrow things from other countries is what it makes it interesting. Really?
Yep, I do. Ah, that reminds me. There's something I've been wondering. This is a maid cafe, right? Yes, it is. Isn't it obvious from the way they're dressed? Normal cafes don't have waitresses dressed up as maids. I know, but I always heard that in maid cafes they would call you a master when they meet you. Oh, that's right. I think most maid cafes will greet you with the phrase, "Welcome home, master." Wo steht's? Wo steht's? Okaeri nasaimase, Goshujin-sama. Na gut, da steht's. Obere Zeile am Ende, wo dann die Klammer anfängt, bis, also diese Doppelklammer und dann bis zum ersten Kanji der zweiten Zeile. Some of them will write phrases on your omurice in ketchup or play games with you. Or sing songs on the stage or have their pictures taken with you. But this place doesn't do any of it. Really? Why not? Since this restaurant is Shinise? As maid cafes go. Shina, ist das ein englisches Wort? Kono omise wa. No maid. Oh, muss ich mal nachgucken, was sie hier damit sagen wollte. What does Shinise mean? I think traditional is the right word. It's been around for a long time. I see. Fastidious food and a calming atmosphere. A good place to relax. Huh? That's the restaurant's concept. There are a lot of maid cafes around nowadays, and they all supply different amusing services. But this place doesn't do any of it. They're continuing on the way they always have. So this is a place where you can get a taste of refinement in the bustling town of Akihabara. That's why I took you here when I figured you needed a rest. Maybe you would have preferred a more lively place? Nah, not at all. I mean, lively places are fun too, and I'd be lying if I said I wasn't interested, but having a nice quiet lunch where we can talk is nice too. It's a good change of pace. Really? That's good. Thank you for saying that. Ah, Akira looks so kind right now. Hmm? What is it? Nothing at all. So, und ich glaube, ich habe ein wenig überzogen mit der Zeit von dieser Folge, deswegen, ich hatte gedacht, vielleicht schaffen wir es noch bis zum Ende des Maid-Cafés, aber da sie sich doch recht lange unterhalten, mache ich jetzt hier an dieser Stelle Schluss und wir starten dann, ja, mit, was kommt hier gerade, der Kaffee und der Earl Grey, also mit den Getränken, die gerade ankommen, dann in der nächsten Folge geht's dann los hier wieder an dieser Stelle. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Matane, bis zum nächsten Mal, tschüss.